Einen schönen guten Morgen, hier ist Ihr Vogtlandradio. Wir haben es 8 Uhr und 42 Minuten. Tagtäglich hören wir ja von positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestete Personen. Ja, Sie wissen schon, Corona. Ja, und wer mit diesem Virus infiziert ist, mit dem SARS-CoV-2, der kann dann durchaus eine gefährliche Krankheit bekommen, nämlich die Covid-19, na, diese gefährliche Lungenkrankheit. Es gibt aber auch Menschen, die keinerlei Symptome zeigen. Und da fragen sich immer mehr Menschen, wie sinnvoll sind denn dann die sogenannten PCR-Tests? Beim PCR-Test wird das Erbgut des Virus so lange vervielfältigt, also in Zyklen verdoppelt, bis der Test anschlägt. Aus der Anzahl dieser Zyklen ergibt sich der CT-Wert. Doch ab welchem Wert man als Corona-positiv oder negativ gilt, dazu gibt es derzeit auch im Vogtlandkreis keine klare Linie, sagt Andreas Lohnitz vom Gesundheitsamt. Dieser CT-Wert, der sagt ja, wie oft das Laborgerät die Verdopplung dieser Gene durchführen musste, ehe ein messbarer Nachweis da war. Das heißt, je höher der CT-Wert ist, desto weniger Virusmaterial war in der Probe drin. Trotzdem werten wir nach Robert-Koch-Institut weiterhin jeden positiven Test als positiv. Und das bedeutet Quarantäne, strenge Hygieneauflagen und Kontaktverfolgung. Selbst dann, wenn nur ganz wenige Coronaviren gefunden wurden, der CT-Wert also hoch ist. Es gibt nirgends eine klare Trennlinie, wo man sagt, ab diesem CT-Wert zählt der Test nicht mehr. Da ist er nicht mehr als positiv zu werden, also praktisch als negativ. Das liegt daran, dass das von Labor zu Labor, sogar innerhalb eines Labors, wenn die ihre Laborreagenzien, ihre Zusätze da wechseln, selbst vom selben Hersteller, eine neue Charge dieser Messzusätze kann schon wieder einen anderen CT-Wert haben. Und sie werden nirgends eine genaue Angabe finden, wo steht, ab diesem Wert brauchen wir das nicht mehr zählen. Und genau diese Zählpraxis von vermeintlichen Infektionen sehen immer mehr Mediziner auch im Vogtland kritisch. Einer von ihnen ist Michael Braus, Laborarzt und Miteigentümer der Laborkette Diagnosticum, die unter anderem am Helios in Plauen sitzt. Eines späten CT-Wertes, also einer vermeintlich schwachen Konzentration des Virus in meiner PCR-Probe, die Aussage zu treffen, er ist infektiös oder nicht infektiös, das sehe ich äußerst kritisch. Das PCR ist lediglich ein Nachweis, dass das Erbmaterial dieses Virus mittels eines Abstriches von der Person entnommen werden konnte und dort nachgewiesen werden kann. Infektionen sollten seiner Auffassung nach von Allgemeinmedizinern herausgefunden und behandelt werden und nicht von Virologen oder Laboranten anhand eines PCR-Tests. Deswegen gehört er auch zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes der bundesweiten Bewegung Ärzte stehen auf. Dutzende Mediziner fordern darin von der Regierung einen wissenschaftlichen Diskurs, aber auch wieder eine kritische Medienberichterstattung. Sie sind die Erste, die nachfragen, wie eine PCR-Reaktion überhaupt funktioniert und wie das mit dem CT-Wert verhält. Der Rest geht mit dem Sprachduktus so um, dass es sich dort um Infektionen handelt. Das kann man im weitesten Sinne so sehen, trifft aber, wie gesagt, den Punkt nicht ganz. Ob ein positiver PCR-Test tatsächlich eine Covid-19-Infektion nachweisen kann und letztendlich auch über Zwangsmaßnahmen entscheidet, hat jetzt auch ein Gericht in Portugal in Frage gestellt und die Quarantäne von 4 Klägern für unrechtmäßig erklärt. Ob dieses Urteil allerdings Signalwirkung für Deutschland hat, ist fraglich. Rechtsanwalt Martin Trieg. Ja, also in rechtlicher Hinsicht ist erstmal wichtig zu wissen, dass es sich um ein Urteil handelt, was in Portugal gefällt worden ist. Das heißt, das hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Frage, ob Quarantäneanordnungen in Deutschland rechtmäßig oder nicht rechtmäßig sind. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist in tatsächlicher Hinsicht die, ob dieser CT-Wert tatsächlich dann einschlägig für die Frage des Statuses des jeweils in Quarantäne geschickten Menschen ist. Das ist die Kernfrage, vor der wir stehen. Grundsätzlich könne daher jeder positiv Getestete per Eilantrag vor Gericht ziehen und gegen die verhängte Quarantäne vorgehen. Weil aber das Verfahren meist länger dauert als die häusliche Isolation selbst, rechnet der Anwalt nicht mit einer Klagewelle gegen den PCR-Test. Auch nicht im Vogtland. Romy Blank, Vogtlandradio.